In diesem Video heute geht es um die Zucht von Pseudomogil luminatus. Ich habe die Tiere ja hier in meinem Ufer-Aquarium eingesetzt und ich muss im Intro jetzt ein kleines bisschen was drumherum erzählen, denn das Ganze lief nicht ganz komplikationslos. Und ich möchte da ja immer transparent sein, was hier so passiert, denn das ist die normale Aquaristik, es läuft nicht immer alles total glatt. Die Zucht oder dieser kleine Zuchtversuch, den ich gemacht habe, der hat einwandfrei funktioniert und das ist ja auch Hauptthema dieses Videos heute. Ich habe allerdings mit den Pseudomogil luminatus so ein bisschen Pech gehabt wieder in meinem Uferaquarium. Und zwar haben die sich als recht hinfällig erwiesen. Ich habe ja hier eine Gruppe eingesetzt in das Aquarium und die sind so nach und nach verschwunden, auch hier wieder. Ich habe einmal ein totes Tier gefunden, auch hier wieder ohne Anzeichen. Ich sage auch hier wieder, weil das bei den Diamantregenbogenfischen ja auch schon in so eine Richtung ging und der Fall war und auch im Uferaquarium. Ob das da Zusammenhänge gibt oder nicht, kann ich nicht sagen. Die Tiere zeigen keine Krankheitsanzeichen und vor allem haben wir auch hier wieder diesen interessanten Zusammenhang, dass sie sich trotzdem auch vermehrt haben. Es ist ja auch so, dass eine Vermehrung von Fischen nicht immer unbedingt auch ein Zeichen für eine gute Haltung ist. Das muss man ganz klar festhalten. Allerdings ist es bei solchen Arten wie den Diamantregenbogenfischen oder auch dem Pseudomogil luminatus schon so, dass irgendwie die Wasserwerte und die Bedingungen, in denen die da unterwegs sind, stimmen müssen, wenn die zum Balzen angeregt werden und sich da eben dann entsprechend doch so wohlfühlen, dass sie sich auch vermehren und ableichen. Insofern ist das ein Part, wo ich immer so wenig zu sagen kann. Ich sage ja auch häufig, dass ich zum Thema Fischkrankheiten, wo ich viele Fragen zu bekomme, mich nicht äußern möchte und kann. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Ursachen für mögliche Symptome bei Aquarienfischen unheimlich vielfältig sein können. Und da bin ich kein Tierarzt für, diese Ausbildung habe ich nicht, um das dann entsprechend einzugrenzen, was das da sein könnte. Und auch ich schaue und recherchiere immer wieder aufs Neue, wenn ich solche Probleme hier habe in meinem Fischraum. Das Ding ist halt, genau wie bei den Diamantregenbogenfischen, dass die Pseudomogil luminatus hier keinerlei Krankheitsanzeichen zeigen. Die sind fit, die fressen, die sind wohlgenährt, die zeigen tolle Farben und sind trotzdem nach und nach verschwunden. Ich habe jetzt auch schon Nachrichten von euch bekommen nach dem Livestream, nach dem letzten, wo ich das ja auch schon angekündigt habe oder angedeutet habe, dass ich dieses Problem habe. Und in den Nachrichten wurde deutlich, dass das nicht nur mir so geht. Also scheint diese Art Pseudomogil luminatus schon so ein bisschen hinfällig zu sein. Die werden auch nicht sehr alt. Das ist tatsächlich ein Thema, denn ich hatte relativ ausgewachsene Tiere mir gekauft im Handel. Und das kann durchaus auch mal sein, ne, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich kann eben nicht den genauen Grund hier eruieren, warum das dazu gekommen ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Nachzucht jetzt hier vollzogen. Also die Tiere haben sich vermehrt bei mir. Allerdings sind die nicht so ergiebig in der Zucht wie jetzt zum Beispiel die Diamantregenbogenfische. Das heißt, ich habe die einmal angesetzt und dann sind dabei insgesamt 5 Jungtiere durchgekommen oder bei rumgekommen, könnte man so sagen. Und die habe ich auch großgezogen und die sind jetzt hier auch schon eingezogen ins Uferaquarium. Und das möchte ich euch gerne zeigen, wie das passiert ist. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt die eigenen Nachzuchten, die hier in meinem Wasser ja groß geworden und geschlüpft sind, dass die ein bisschen ja robuster sind in meinen Bedingungen, die ich hier habe für die Fische. Also das Aquarium zeigt keinerlei Auffälligkeiten in den Wasserwerten. Das ist alles völlig stabil und auch passend für die Tiere. Da habe ich ja auch in dem Haltungsvideo zu dem Pseudomogil luminatus schon was zu gesagt, wie ich die halte. Und ja, ich finde es einfach spannend, dass es solche Zusammenhänge gibt. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, denn auch bei mir gehört das dazu, dass ich solche Rückschläge, kleine Rückschläge habe. Wenn das natürlich damit verbunden ist, dass ich trotzdem die Tiere vermehren konnte und damit meinen Stamm dann wieder so ein bisschen auffrischen konnte, dann ist das sicherlich eine gute Geschichte. Leider sind bei dem ganzen Thema alle Männchen mittlerweile gestorben. Ich hatte auch nicht viele gekauft, ne? Ich hatte einen deutlichen Weibchenüberschuss, sodass die Zucht mir jetzt erstmal weiter verwehrt war. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz klar, mir nochmal männliche Tiere dazu hole. 1, 2, also ganz geringe Menge, um dann vielleicht meinen Stamm hier nochmal aufzufrischen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, wie sich das entwickelt, aber das ist so ein bisschen in meinem Hinterkopf der Plan, wie das hier weitergehen kann. So, das war ein relativ langes Intro, aber ich wollte das gerne hier am Anfang schon einmal euch erzählen und klar machen. Und jetzt würde ich das Video mit der Zucht auch starten. Vorher bitte nochmal dran denken, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu läuten und einen Daumen nach oben zu geben.
und eventuell bei Instagram mal vorbeizuschauen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. So, wir starten im Quarantänebecken. Vor einigen Monaten, als ich hier die Pseudomogie Luminatus gekauft hatte, ja, und das habt ihr auch gesehen, wie ich dann als neuen Besatz die in das Ufer-Aquarium hineingegeben habe, eine gute Gruppe. Ich habe drei Tiere zurückgehalten, und zwar ein Männchen, was man jetzt hier sieht, und zwei Weibchen. Und habe mich also dafür entschieden, die jetzt hier in dieser Quarantäne-Box zur Zucht anzusetzen, zur leichten Vermehrung anzusetzen. Ich habe mich gegen ein separates Aufzuchtbecken aus meiner Zuchtstation entschieden, weil die zu diesem Zeitpunkt alle voll waren und ich auch nicht vorhatte, hier jetzt irgendwie gerade zu diesem Zeitpunkt damals Fische zu kaufen, für die ich dann das Quarantänebecken gebraucht hätte. Und ja, dann habe ich einfach mein Material da wieder reingegeben, was ihr schon kennt. Das ist so ein grünes Filtermaterial, was sich bei mir schon als sehr nützlich erwiesen hat bei der Zucht der Regenbogenfische. Und die Pseudomogil machen das ja sehr, sehr ähnlich. Die brauchen so feine Pflanzenstrukturen oder eben solche künstlichen Strukturen, um dann darin einzutauchen und ihre Eier abzulegen. Ich habe das am Anfang auf den Bodengrund des Quarantänebeckens eingebracht und habe das nachher aber an der Wasseroberfläche treiben lassen. Ich würde sagen, die Variante an der Wasseroberfläche ist da deutlich besser. Wenn ich das im Uferaquarium auch beobachtet habe, wo die Pseudomogie Luminatus auch regelmäßig abgeleicht haben, dann haben sie es in der Regel an der Wasseroberfläche in feinen Pflanzen gemacht. Und dementsprechend habe ich das hier auch nachher noch geändert. Hier sieht man nochmal die Truppe, Männchen in der Mitte und zwei Weibchen drumherum. Man sieht auch, dass ich hier zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade noch Neocaridina blaue Farbform aus der Selektion drin habe. Das waren ganz vereinzelte Tiere. Es wird denen manchmal nachgesagt, dass sie an Fisch leicht gehen. Ich selber habe die Erfahrung noch nicht so richtig machen können, aber es kann schon durchaus sein, dass das einen Einfluss hat. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht vor, Massen von diesem Pseudomogil Luminatus zu ziehen. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht und diese Neocaridina, die Zwerggarnelen, haben jetzt auch, das kann ich ja schon vorwegnehmen, nicht verhindert, dass die sich hier vermehrt haben. Es kann theoretisch sein, dass sie das ein oder andere Ei sich vielleicht geschnappt haben. Und dass es deswegen auch so wenig Jungtiere bei dem Pseudomogil Luminatus geworden sind. Aber auf der anderen Seite, habe ich auch schon häufig jetzt gehört, dass die nicht sonderlich produktiv sind. Also zumindest nicht annähernd so produktiv wie die Diamantregenbogenfische, wo ich ja wirklich viele, viele Tiere herausbekomme mit nur einem Gelege. Und die habe ich jetzt hier über ungefähr 10, 11 Tage drin gelassen. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil bei den Pseudomogilarten die Eientwicklung wirklich lange dauert. Noch länger als bei den Diamantregenbogenfischen, wo das ja schon mal so eine Woche sein kann. Bei denen hier sagt man so 10, 11 Tage. Und deswegen, das ist eine sehr lange Entwicklung für so Eier bei so kleinen Fischen, habe ich diese Zuchtgruppe jetzt hier, das Männchen und die beiden Weibchen, auch 10, 11 Tage in dem Aquarium oder in diesem Becken hier belassen und sie dann rausgenommen. Dann hatten die genau diese Zeit, um jeden Tag Eier zu legen. Das sind Dauerlaicher, wie auch immer. Also unter guten Bedingungen und gut gefüttert laichen die eigentlich jeden Tag ab. Und über diese 10, 11 Tage konnten sie dann immer weiter ableichen. Ich habe dann dieses Filtersubstrat eben hier an der Wasseroberfläche schwimmen lassen und habe immer dann schon geschaut, ob ich vielleicht Junge auch schon sehe, die sich dann aber entsprechend auch in diesem aufgetriebenen Substrat schon ganz gut verstecken konnten, wenn denn da welche gewesen wären. Aber ich habe auch keine gesehen, ne? Wie gesagt, es dauert 10, 11 Tage und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, die Altiere herauszufangen. Ich habe mit Leitungswasser gearbeitet, mit ein bisschen Osmosewasserverschnitt, etwas mehr als im Uferaquarium, weswegen ich die Alttiere auch dann etwas angewöhnt habe beim Zurücksetzen. Weil das Wasser hier so ein kleines bisschen weicher ist als im Uferaquarium zur Zucht, dachte ich, ist das ein ganz guter Weg, da ein bisschen mehr ins Weichere reinzugehen. Und habe also hier vielleicht eine GHK von 5, ne, 4, 5 ungefähr in diesem Bereich. Und im Uferaquarium bin ich ganz knapp minimal darüber. Auch da arbeite ich ein bisschen mit Osmosewasserverschnitt, aber nicht so viel. Ja, und dann habe ich die Zuchttiere hier entsprechend rausgefangen nach den 10, 11 Tagen. Und sind ja wirklich herrliche Tiere, ne? So richtig schön bunt. Ich habe häufig beobachten können, wie die abgeleicht haben. Und dann sind die einfach wirklich so richtig, richtig schön. Ne? Also das Männchen in der vollen Pracht mit diesen tollen Flossen anhängen. Dann wird das so aufgestellt und so. Die Weibchen sind dagegen eher so ein bisschen unscheinbar. Aber die Männchen sind wirklich eine wahre Pracht. Und
konnte das jetzt filmerisch leider nicht so richtig gut festhalten, weil wenn ich mich mit der Kamera dem Becken genähert habe, dann haben die eben damit aufgehört. Aber wenn ich ruhig davor saß, war das gut schon ein Schauspiel zu sehen, ja, die hier ja, ableichen und balzen zu sehen. Da war ich mir also sicher, dass da was bei rumgekommen ist. Und ich habe dann immer mal wieder meine Staubfutter-Methode angewendet. Das heißt, ich tauche diesen Löffel in ein Staubfutter für Jungfische. Gibt es verschiedene Marken, verschiedene Hersteller. Und klopfe diesen Löffel dann über dem Futterbehältnis ab und klopfe dann den Rest auf die Wasseroberfläche. Ja, da bildet sich so ein ganz mini kleiner Staubfutterfilm mit ganz feinsten, kleinsten Partikelchen. Und das hat sich ja bei der Zucht der Diamantregenbogenfische schon bewährt, die auch sehr, sehr klein sind, und die Pseudomogiljungen sind auch super klein. Aber das ist was für die ersten Tage, was ich echt mittlerweile empfehlen kann, weil es immer gut funktioniert hat, ganz feines Futter daherzustellen. Wie gesagt, die Alttiere habe ich angeglichen. Die Hinfälligkeit dieser Art, die ich im Intro auch schon beschrieben habe, die hat mich ja auch dazu gebracht und dazu geführt zu sagen, okay, wahrscheinlich ist es schon wichtig, bei den Tieren auch für einen Wasserangleich zu sorgen, da so ein bisschen vorsichtiger zu sein. 100% ganz klar, die Wasserwerte sind fast identisch. Ne? Ist das gleiche Leitungsausgangswasser, ist einfach einmal ein bisschen mehr Osmosewasser, aber auch nicht viel mehr. Das ist also schon sehr identisch. Temperatur mit 25, 26 Grad auch identisch gewesen in den beiden Becken. Und trotzdem war ich dann hier jetzt mal so ein bisschen vorsichtiger beim Zurücksetzen der Tiere und habe denen ein bisschen Zeit gegeben. Wenn man extreme Wasserunterschiede hat, dann ist es auch wichtig, langsam anzugleichen, je nachdem, wo die Fische so herkommen und wie lange die in der Post sind quasi oder wie lange die unterwegs sind. Aber bei denen hier bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig geworden, ne, aufgrund dieser Hinfälligkeit, die gezeigt haben. Und man sieht es jetzt auch hier, wenn ich die einsetze, die verhalten sich ganz normal, die sehen ganz prächtig aus, wohlgenährt, gute Farbe von dem Männchen jetzt hier auch nochmal zu sehen, ne? Dieses Leuchtenrot mit diesen weißen Schwanzflossenspitzen, so sagt man. Und dann ziehen die sich natürlich auch erstmal zurück. Aber wirklich ganz, ganz tolle Tiere. Also wenn man auch nochmal Fotos von denen sucht, zum Beispiel bei Instagram, da findet man ganz, ganz tolle Abbildungen auch von denen, wenn die da in ihrer vollen Pracht sind. Ne? Das ist filmerisch immer nicht so ganz einfach, das hinzubekommen, aus den genannten Gründen, aber ich denke, so ein paar Aufnahmen sind hier schon dabei, wo man die Schönheit der Tiere einfach auch nachvollziehen kann. Und für mich ging es dann einfach daran, dieses Quarantänebecken, ursprüngliche Quarantänebecken, jetzt würde man es eher als Aufzuchtaquarium bezeichnen, genau zu beobachten, und zwar die Wasseroberfläche zu beobachten, weil sich diese Jungen von denen an der Wasseroberfläche aufhalten. Und hier habe ich dann das erste Jungtier gefunden. Das ist sogar schon ein bisschen was größer. Ich hatte es vorher auch schon einmal gesehen, aber nicht auf die Kamera gekriegt. Und das ist jetzt eben hier so, ne, mit dem Staub des Staubfutters aufgezogen bis zu einer Größe. In dieser Größe jetzt hier würde ich sagen, fressen die schon frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien. Das ist immer mein Aufzuchtfutter erster Wahl, gerade auch für diese kleinen Tiere. Und dann habe ich das einfach beobachtet und geschaut, wie viel kommt denn jetzt dabei rum. Hier sind wir jetzt so bei 3 Tieren, am Ende sind es 5 Tiere geworden. Unterschiedlichster Größe, das ist noch interessant. Also ich habe jetzt hier schon relativ große Tiere, in Anführungszeichen, und auch noch sehr, sehr kleine Jungtiere gefunden. Das ist einfach diese Zeitspanne, die brauchen in der Eientwicklung. Ne? Wenn ich die Elterntiere da mit diesem Laichsubstrat 11 Tage drin hatte, dann schlüpfen die ersten Jungtiere und die letzten mit 11 Tagen Unterschied, und das macht schon echt was aus. Ne? Also am Anfang wachsen die auch relativ schnell, gerade wenn sie dann an Artemia-Nauplien gehen. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass die relativ langsam wachsend sind. Im Vergleich zu den Diamantregenbogenfischen auf jeden Fall, auch im Vergleich zu anderen Tieren, fand ich insgesamt die Entwicklung doch relativ langsam, aber stetig, ne? Und es hat auch wunderbar funktioniert. Die sind also auch groß geworden. Ne? Wenn man jetzt hier nochmal so einen Vergleich sieht, links ein großes Tier. Und dahinter dann jetzt ganz verschwommen in der Mitte, jetzt sieht man es ganz gut, noch ein ganz kleines Tier. Ne? Das ist dieser Zeitunterschied. Es kann natürlich auch sein, dass aus der Quarantänezeit, wo ich die ganze Gruppe da vorher noch drin hatte, noch irgendwo auch schon ein Ei übrig geblieben ist, ne? Was sich dann entwickelt hat, und dass die Spanne sogar noch ein bisschen größer ist zwischen diesen Tieren. Ne? Aber das waren wirklich kleine, kleine Tiere. So, und dann möchte ich euch gerne nochmal vorstellen,
hier ein anderes Laichsubstrat. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mal mit einem sogenannten Laichmob zu arbeiten. Lustiges Wort, ne? Das ist einfach Wolle. Das ist jetzt hier Wolle aus Polyacryl in der Farbe Tannengrün. Die Farbe, da ist sicherlich den Fischen vielleicht sogar fast egal, irgendwie dunkel würde ich es schon wählen. Man sieht in diesem Dunkelgrün auch gut die Eier, wenn man sie später dann mal raussuchen möchte. Und ich finde halt Grün einfach, ja, es sollen ja feinfiedrige Pflanzen sein. Also habe ich mich für diese Farbe entschieden und habe das Ganze mir dann gekauft. Hier so eine Wolle einfach. Und das ist also das Erste, was man braucht, um sich so einen Laichmob herzustellen, den ihr gerade schon im fertigen Zustand gesehen habt. Dann braucht man ein Brettchen oder ein Buch oder wie auch immer diese Länge des Brettchens oder des Buches. Die gibt vor, wie lang der Laichmob wird. Also soll der nur so oben an der Wasseroberfläche schwimmen, soll der nur unten irgendwie sein, da kommen wir gleich noch zu. Oder soll der über das ganze Aquarium gehen, da müsst ihr einen längeren Gegenstand nehmen. Und was ihr noch braucht, wenn das Ding oben schwimmen soll, ist ein alter Korken, den habe ich jetzt hier aus einer Flasche genommen. Man kann auch einen Stein einwickeln, dann sinkt das Ganze nachher nach unten, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ja, und dann geht es darum, diese Wolle, diesen Wollfaden an das Brettchen zu bringen. Und dafür nehme ich mir erstmal so einen guten, großen Überschuss, den ich nachher brauche, um diesen Anfang, den ich jetzt überlasse, mit dem Ende, was nachher übrig bleibt, zu verknoten und das Ganze dann sicher zu machen, dass es auch zusammenhält. Und der nächste Schritt ist dann einfach, das Dingen hier zu umwickeln. Und zwar immer weiter wickeln, wickeln, wickeln. Das ist schon ein bisschen auch eine meditative Aufgabe, kann man sagen. Und ich habe das ein paar Mal gemacht und also ich habe mir mehrere solcher Laichmobs hergestellt, lustiger Name. Desto häufiger man wickelt, desto dichter wird dieser Laichmob nachher. Ist also auch davon abhängig, was man da so möchte. Da diese Tiere hier, die Diamantregenbogenfische, aber auch die Pseudomogil luminatus, gerne in sehr dichten Pflanzen ableichen, habe ich fast diese ganze Rolle da aufgebraucht. Und am Ende bleibt auch ein Stückchen über und dann zieht man das Ganze so seitlich drüber. Deswegen sollte man auch nicht zu stramm das Ganze wickeln. Das ist mir am Anfang passiert, dann kriegt man es schlecht runter. Und dann kann man diesen Korken in dem Fall einbinden, wie so ein Köpfchen von einer Puppe. Und mit den überstehenden Enden dann umwickeln, wie so ein Schal quasi. Und das macht man möglichst stramm jetzt an der Stelle, damit dieser Korken da auch drin bleibt. Man kann auch einen Stein nehmen, wie gesagt, dann landet das Ganze unten. Mit dem Korken schwimmt es oben, je nachdem, was man für Fische nachziehen möchte. Und die beiden Enden, die werden dann möglichst stramm, ohne den Wollfaden kaputt zu machen, so verknotet, dass das Ganze hält und dieser Korken da auch drin bleibt und so weiter. Und das ist dann schon auch eine recht robuste Geschichte. Ich habe da jetzt viele Knoten genommen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann nimmt man sich wieder diese Schlaufe und kann die dann unten mit einer großen Schere einfach aufschneiden, sodass dann nicht mehr diese Schlaufe da ist, sondern dass diese Fäden einfach nach unten hängen. Und schon hat man so einen Laichmob hergestellt. Vor der Verwendung soll man das Ganze noch abkochen. Das habe ich jetzt hier auch getan. Ob die Strukturen da Schaden nehmen oder nicht im Detail, das ist relativ Latte, weil das soll ja jetzt kein weiches Kleidungsstück werden oder so. Das kochende Wasser zerstört das aber nicht so, dass das irgendwie jetzt ganz grob verklumpt oder so, sondern da passiert nicht viel mit. Ne? Also da ändert sich nicht viel dran an der Struktur. Deswegen auch dieses Material wahrscheinlich, ne, Polyacryl, ich weiß nicht, wie das bei anderen Sachen ist. Und um da eventuelle Rückstände von der Herstellung oder von der Färbung dieses Stoffes herauszunehmen, sollte man das Ganze so siedend kochen über einen längeren Zeitraum und dann kann man die Laichmöpse kann man dann verwenden. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass das Wasser ein bisschen grüner ist, ne? Aber da ist eigentlich gar nichts rausgekommen. Und ich habe die relativ lange, bestimmt so eine Dreiviertelstunde hier siedend kochen lassen. Und dann können wir die ausdrücken und entsprechend auch verwenden. Ne? Ich habe tatsächlich in der Zeit nochmal einen Ansatz mit dem Pseudomogil luminatus gefahren, in einem anderen Quarantänebecken, was ich noch aufgebaut hatte in der Zwischenzeit. Und da habe ich dann jetzt diesen Laichmob verwendet. Und hier sieht man das Ganze einfach nochmal ganz kurz im Einsatz. Ne? Das habe ich jetzt hier nicht weiter filmerisch verfolgt, weil das sich natürlich in der Entwicklung der Jungtiere und so weiter gleicht den Aufnahmen, die ich gerade schon gemacht habe. Nur, dass das Laichsubstrat hier ein anderes ist. Und ich kann sagen, dass das wirklich gut funktioniert mit so einem Laichmob aus Wolle.
Es bietet einfach weichere, feinere Strukturen. Ich habe das hier noch so ein bisschen aufgedröselt, ne, was von dem Auswringen so zusammenhing. Und naja, man kann sich das ja vorstellen, für die Fische ist das tatsächlich so ein bisschen pflanzenähnlicher als dieses Filtermaterial, was ich da sonst bisher verwendet habe. Auch wenn das gut funktioniert hat, würde ich sagen, dass es mit so einem Woll-Laichmob doch durchaus ein bisschen besser noch funktioniert. Also es ein bisschen besser angenommen wird von den Tieren. Also so sieht das Ganze dann aus. Auch in einem größeren, höheren Aquarium wird das Ding dann oben schwimmen wegen des Korkens oder mit dem Stein dann eben von unten als Nest quasi da sein. Ja, und die Jungtiere an der anderen Quarantänebox haben dann jetzt hier eine gute Größe erreicht. Wirklich, also schon, ihr habt die relativ groß hier drin aufgezogen, weil es eben ja auch nur 5 Tiere waren, die am Ende dabei rumgekommen sind, konnte ich die auch in diesem etwas kleineren Quarantänebecken hier auf eine gute Größe bringen. Das ist überhaupt gar kein Problem gewesen. Und so war das dann völlig sicher, dass die jetzt perfekt schon ins Uferaquarium passen. Und dementsprechend habe ich die dann hier umgesetzt in diesen Fischfangbecher erstmal und da auch ein bisschen angeglichen und so weiter. Geschlechtsunterscheidung noch extrem schwierig möglich, das muss man sagen. Die sehen alle nach Weibchen aus in erster Linie, das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen. Mittlerweile schwimmen sie schon ein bisschen länger im Uferaquarium, als das Video jetzt hier schon alt ist. Und da kann ich sagen, vielleicht das kleinste Tier hat doch noch so leichte Ansätze eines Männchens mittlerweile. Also es ist noch ein bisschen farbiger geworden, die Flossen fangen an sich auszuziehen. Es kann sein, dass auch ein Männchen dabei ist. Aber zu dem Zeitpunkt des Umsetzens hier sahen die mir alle sehr nach Weibchen aus. Was aber ja auch völlig normal und typisch ist, dass die in dieser Form anfangen und dieser Farbe anfangen. Und man sieht hier natürlich auch schon die ganzen Pastellgrundel-Jungtiere. Von der Größe her tut sich da nicht viel. Die größten Pseudomogiluminatus-Jungtiere sind größer als die Pastellgrundel und die kleinsten waren etwas kleiner. Aber ich war mir eben insgesamt absolut sicher, dass die hier jetzt nicht mehr gefressen werden, dass die keine Gefahr laufen und natürlich hier jetzt nochmal viel besser heranwachsen können. Und ich habe auch jetzt nach langer Zeit tatsächlich keine Ausfälle bei den Jungtieren mehr. Hier oben ist noch ein Weibchen und da oben rechts ist noch ein Weibchen von den gekauften Tieren. Also da sind schon auch noch welche übrig geblieben, ne? Aber bei den Jungen, die ich eingesetzt habe, die ja noch gut zu unterscheiden sind, hatte ich jetzt keine weiteren Ausfälle. Das spricht so ein bisschen dafür, dass sie vielleicht robuster sind, wie ich das im Intro schon angedeutet habe. Wenn man sie selber im eigenen Wasser nachgezogen hat, dann passt das irgendwie besser. Aber es wird die Zeit zeigen, ob das dann auch wirklich so ist, ne? Ja, ich fütter das ganze Aquarium mit viel feinem Futter, allein schon auch wegen der Pastellgrundeln, die hier in Unmengen drin sind. Aber eben auch wegen der Pseudomogiluminatus, das hier wieder eines der ausgewachsenen Tiere, die fressen das auch super, super gerne. Also es ist grundsätzlich ja ein richtig gutes Futter für diese kleinen Pseudomogil-Arten. Das sind gefrostete Artemia-Naubchen, das sind Bosmiden, das sind Lobster-Eier und so weiter, aber auch lebende Artemia-Naubchen natürlich viel. Das ist einfach insgesamt ein gutes Futter, aber auch für die Aufzucht dieser ganzen Jungtiere jetzt hier in dem Aquarium ohnehin sehr, sehr gut geeignet. Ich hatte das im Zuchtvideo der Pastellgrundeln schon mal gesagt, dass jetzt aktuell momentan mein Uferaquarium eher ein Aufzuchtbecken geworden ist, weil da so viele kleine Jungtiere drin sind. Und da bin ich tatsächlich schon so am Punkt, ich muss das sehr viel pflegen, viel Wasserwechsel machen, wegen des hohen Besatzes jetzt hier drin. Und freue mich schon darauf, wenn die Pastellgrundeln eine Abgabegröße haben, sodass ich den Besatz hier auch wieder reduzieren kann. Die Pseudomogiluminatus bleiben auf jeden Fall hier drin. Also wie gesagt, da hatte ich im Intro schon angedeutet, dass ich eher dahin tendiere, da nochmal einen Zuchtansatz zu machen. In der gleichen Form, wie ich das jetzt gezeigt habe, mit diesem Laichmob und so weiter, um so den Bestand ein bisschen noch aufzustocken. Und die sind hier für dauerhaft in diesem Aquarium. Das passt auch einfach wunderbar, ne? Also von der Herkunft her passt das wunderbar. Ich finde die total schön. Es könnten halt ein paar mehr sein, nachdem mir von den gekauften Tieren doch einige eingegangen sind, ist mir die Gruppe
eigentlich ein bisschen zu klein und jetzt einfach wieder eine große Gruppe zu kaufen. Die sind übrigens auch nicht günstig im Handel, das muss man auch ganz klar sagen. Das widerstrebt mir so ein bisschen, gerade wenn die Zucht auch funktioniert hat. Eine Zucht braucht eben Geduld, ne, bis man dann entsprechend hier genug Tiere beisammen hat, aber das werde ich wahrscheinlich nochmal angehen. Ne? Und die kleinen Pastellgrundeln kommen halt hier raus und dann ist das Aquarium auch nicht mehr überbesetzt. Das ist so auf lange Sicht mein Ziel. Aber man sieht Leuchtaugen, ne? Warum das so heißt, diese tollen Augen, wirklich schöne, schöne Tiere. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ja, wer das noch nicht getan hat, schaut bei Instagram vorbei und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.